Wenn du kleine Kinder fragst, ob sie malen können, sagen sie meistens ja. Fragst du das Erwachsene, antworten zwei Drittel mit: Nö, kann ich nicht. Du hast nicht mal gesagt, was gemalt werden soll. Vielleicht nur ein Strich. Aber Erwachsene haben einfach oft so ein Nein-Mindset. Geht nicht, kann ich nicht, darf ich nicht. In den meisten Fällen ist das Unsinn. Heute lernst du die Kraft des Ja und. Und damit katapultierst du dich in ein neues, kreatives Lebensgefühl voller Aktion und Freude. Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Ich bin Samu und begleite dich in deinem Leben. Ja und. Das ist ein Grundprinzip im Improvisationstheater. Egal, was einem vor den Latz geknallt wird, man arbeitet damit. Man muss damit arbeiten. Man baut darauf auf und versucht alles am Laufen zu halten. Improvisationstheater. Und genau das ist Kreativität und verlangt Kreativität. Es ist ein iterativer Ansatz. Ich habe da auch mal ein Video dazu gemacht, wo es rein um Kreativitätstechniken ging. Schaut euch das gerne an, habe ich da unten auch verlinkt. Ja als Antwort, wenn man sagt ja, das bedeutet immer erstmal etwas Positives. Leider sagen die meisten dann ja, aber. Und das ist nichts Positives. Da kannst du auch gleich nein sagen. Ja und ist der Schlüssel und deutet immer auf etwas Zusammenführendes hin. Weißt du, was eine der Lebensweisheiten von unserem verstorbenen Arbeitsminister Robert Blüm war? Wenn du mit einem Menschen redest, dann sollte dieser sich nach dem Gespräch nicht schlechter fühlen. Mit Ja und als Reaktion passiert genau das. Du stimmst zu und negierst nicht. Zum Beispiel durch ein Aber oder durch ein Nein, sondern du arbeitest mit dieser These des anderen. Du hast ihm zugehört. Aber wird man da nicht ausgenutzt? Einfaches Gegenbeispiel. Samu, kannst du mal meinen Rasen mähen? Ja, und dann spendest du 10 Euro für Ärzte ohne Grenzen und wir sind beide glücklich. Merkst du die Dynamik und wie man sofort kreativ am Denken ist, wenn man Ja und benutzen muss oder sich das vorgenommen hat, ne? Wenn man eigentlich Nein sagen würde oder sie weiß eigentlich, dass man sich irgendwie rausreden möchte. Man nimmt erstmal alles an, Ja und baut darauf auf. Das ist etwas, was in einem großen Krankenhaus in Indien, nicht in Indien, in den USA, genau, in einem großen Krankenhaus in den USA passiert war. Die Quelle dafür gibt es unten. Das Krankenhaus belegte den letzten Platz in Bezug auf die Mitarbeiterzufriedenheit und den Kundenservice. Und dann begannen sie täglich Ja und Übungen mit ihren Mitarbeitern zu machen, um ihre Interaktion und die Teamarbeit zu verbessern. Später, in demselben Jahr, wurde das Krankenhaus neu eingestuft und belegte bei der Mitarbeiterzufriedenheit nicht den letzten Platz, sondern den ersten Platz. In nur acht Monaten hatte Ja und das komplette Mitarbeiter-Miteinander auf den Kopf gestellt. Ja und hat eine enorme Kraft, eine enorme Kraft. Nein stoppt den Fluss des Lebens, ist manchmal notwendig. Aber in der Mehrzahl der Fälle ist es einfach nur eine Komfortzone. Eine Zuschauerin schrieb unter meinem Video, wo ich die 5 Phasen vorgestellt habe, wie man besser einschlafen kann, dass sie nicht in der Lage ist, 6 Minuten zu lesen, also nur 6 Minuten zu lesen. Das war eine der Phasen. Warum versucht man da nicht anders zu antworten? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Die Frau hat gesagt, es geht nicht. 6 Minuten lesen, das geht nicht. Aber sie könnte auch jetzt sagen, ja, und dann muss ich mal schauen, wie ich reagiere, wenn die 6 Minuten um sind. Oder sie sagt, ja, und nach 6 Minuten bin ich dann so tief drin, dass ich mich zwingen muss, die nächste Phase von dem Einschlafprogramm zu machen. Aber das ist ja auch mal interessant, mal bewusst etwas Schönes abzubrechen, weil dann könnte ich ja vielleicht in einem schönen Gefühl die nächste Aufgabe viel motivierter beginnen. Und das könnte ich auch auf mein Leben übertragen. Und dann, du merkst, was so ein Ja und für ein Potenzial hat. Laut einer Forbes-Umfrage erhalten wir
zwar 85% unseres Wissens durch Zuhören, aber wir verstehen nur 25% von dem, was wir hören. Außerdem haben nur 2% der Fachkräfte, bei denen es um Wissenserwerb geht, eine Ausbildung, wenn es um Zuhören geht. Wenn wir immer Nein sagen, machen wir uns das leicht. Aber wir verlernen, richtig zuzuhören. Denn um auf etwas aufzubauen, was du mit Ja und immer machst, bist du gezwungen, besser zuzuhören. Sonst weißt du ja nicht, was du worauf aufbauen sollst. Und wer gut zuhört, der lernt schneller. Und wer gut adaptiert, also sich anpasst und kreativ arbeitet, der arbeitet auch erfolgreicher. Und wer erfolgreicher arbeitet und besser lernt, sich besser anpasst, der ist nicht nur glücklicher, sondern der lebt auch länger. Neurodegenerative Erkrankungen werden nämlich so vermieden, beziehungsweise die Chance dafür sinkt. Ja und? Ja und verbindet Menschen. Ja und verbindet Menschen. Networking, gemeinsames Arbeiten. Ja. Schon im Altertum war die Spezialisierung und das darauffolgende Zusammenwerfen der verschiedenen Fähigkeiten ja, ein absoluter Gewinn für die Menschheit. Und das wird durch Ja und gefördert. Nicht nur, dass sich die beteiligten Personen in einem Ja und Umfeld wohler fühlen, wie im angesprochenen Krankenhaus, auch ist die psychologische Sicherheit der wichtigste Aspekt, um am Arbeitsplatz ein maximales Ausnutzen seiner Fähigkeiten zu generieren, hat man herausgefunden. Wenn man in einer Atmosphäre von endlosen Möglichkeiten und einem nie anhaltenden Flow von Kreativität lebt und auch darin arbeitet, den ganzen Tag, dann stabilisiert man sich in dem Prozess. Das ist ein unglaubliches Potenzial von Synergieeffekten. Ich habe dir mal zwei Bücher unten verlinkt, bei den Englisch, die sich mit dem Thema Ja und beschäftigen. Das ist absolut am Nabel der Zeit. Also es ist genial. Und die Bücher kann ich dir wärmstens empfehlen. Kannst du dir unten mal angucken. Das populärste Beispiel im negativen Sinne von Nein ist Kodak. Kodak, der ein oder andere vielleicht kennt das noch, war jahrzehntelang Marktführer im Bereich der Fotografie. Brach aber mit dem Aufkommen der Digitalkameras ganz schnell zusammen. Hat, glaube ich, mittlerweile auch Konkurs angemeldet, obwohl das Unternehmen die Technologie eigentlich selbst erfunden hatte. Was ist passiert? Das Unternehmen sagte Nein anstatt Ja und. Du verpasst jeden Tag Chancen, wenn du Nein sagst. Du musst nicht alles machen und nur Ja zu sagen ist genauso dumm wie immer Nein zu sagen. Ja und ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Probier es mal aus, nur einen Tag. Kein Nein sagen, kein Ja sagen, Ja und. Schau mal, was passiert. Das ist so genial, so genial. Und mit dieser Inspiration wünsche ich dir alles Liebe und willkommen im Leben. Dein Sam. Ja und danke an alle Unterstützer dieses Kanals.